Du hast Kinder und willst ihnen ein Messer geben. Und am Anfang wird es irgend so etwas sein mit einer abgerundeten Spitze. Und das ist am Anfang cool und sie werden sich voll freuen damit. Und irgendwann werden sie zu dir sagen, Papa oder Mama, das ist ein Kindermesser, ich will ein richtiges Messer, mit dem arbeite ich nicht. Dann sagst du, yeah, da, schau, da ist das mit der Spitze. Das ist das Schnitzelmesser für die größeren Kinder. Und wenn du wissen willst, was das kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problems. Ganz schön, dass du dabei bist. Ich habe dieses Schnitzelmesser hier schon einmal vorgestellt mit der abgerundeten Klinge vorne, mit der, da wo die Spitze weg ist. Das ist für kleinere Kinder eine sehr gute Möglichkeit, damit sie nicht wehtun können. Aber irgendwann wird dein Kind einmal sagen, Papa oder Mama oder Onkel oder ich weiß nicht, du, das da, ich will ein richtiges Messer. Und dann stehst du da und sagst, ah, was tue ich? Schnitzel 2.0 sozusagen. Das ist das Schnitzel 2.0. Möchte gleich dazu sagen, die Firma, also die Schnitzelfirma sozusagen, hat mir dieses Messer kostenlos zugeschickt. Danke dafür. Ich werde aber nicht bezahlt, möchte auch dazu sagen. Und ich schaue mir das an und ich möchte es auch ins Sortiment aufnehmen, weil ich das Messer cool finde. Aber dazu später. So, keine gescheite Messer mit Spitze, also so ein richtiges Messer. Feuerstahl, alles mit eingebaut, alles im Standardlieferumfang dabei, mit dem Gummizug wieder angemacht. Es gibt es in unterschiedlichen Farben, also das ist so gar nicht das Thema. Gürtelclip, wirklich schön, wirklich, wirklich schön gemacht. Gibt es überhaupt nichts, wie ein großes. Jetzt das Messer selbst. Schöner Griff, den man auch wirklich gut halten kann. Ist alles sehr, sehr schön, ergonomisch. Es sind nicht irgendwelche so Huckerl raus. Das ist bei Kindern überhaupt der Schatz. Das würde ich überhaupt nicht tun. Die Kontrolllinie ist schön gemacht, weil die Kontrolllinie, damit man schön schnitzen kann, die muss ungefähr da liegen. Also das passt alles gut. Da kann man richtig schön arbeiten, weil was wollen die Kinder tun? Sie wollen ein bisschen schnitzen, sie wollen vielleicht ein bisschen spalten, sie wollen also das nachmachen, was wir Großen ihnen zeigen. Das ist gut und das passt einmal ganz gut. Ich meine, an 15-Jährigen brauche ich das nicht geben, der sagt, Messer. Nicht Kinderschnittelmesser, echtes Messer. Aber jetzt so, zum Beispiel der Tobias, der ist jetzt 9 Jahre alt, also mit dem brauche ich ihm nicht kommen, der will ein richtiges Messer. Oder auch bei 8 oder 7 Jahren kann man da schon anfangen. Das hängt aber auch davon ab, wann du begonnen hast, mit den Kindern zu schnitzen. Und ich habe dazu auch einmal ein Video gemacht, die Wahrheit über Kindermesser, gebe ich da auch oben den Link, dass es ganz wichtig ist, dass die sauscharf sind. Wenn das Messer nicht sauscharf ist, auch bei einem kleinen Kind, dann vergiss es, dann mach es nicht. Dann bist du emotional nicht bereit dazu und dann lass es gut sein, weil das ist nicht gut. Weder fürs Kind noch für dich. Aber wenn du sagst, ja, Reini, du könntest recht haben, dass es doch ein Werkzeug ist und dass die Kinder einen Spaß dabei haben sollten und dass, wenn sie da reinfahren in das Holz, oh, dass sie sehen, da tut sie was und dass man sich auch einmal ein Aua machen kann, dann bist du bei dem Messer richtig. Es ist hölle scharf, wir haben jetzt schon einiges damit gearbeitet, muss ich zugeben. Es ist wirklich hölle scharf. Irrsinnig gut gemacht, schön kontrollierbar. Der Feuerstahl wird an dieser Stelle hier bedient, da ist eine kleine Ausnehmung, da dieses Chimping, ich glaube, das heißt so, das mag ich persönlich halt nicht, aber das ist nur, bin nur ich, also das macht das Messer jetzt nicht besser oder schlechter. Hier kann man dann den Feuerstahl bedienen, es ist wirklich hölle scharf, lässt sich schön nachschärfen. Ich mag das Messer und jetzt wollen wir was schnitzen. Also es ist einfach extrem bissig, dieses kleine Teilchen hier, und das muss auch so sein, wie ich gerade vorher gesagt habe. Du kannst schön vorne arbeiten, ja? Du kannst auch an dieser Stelle, also vorne bei der Klinge meine ich, du kannst auch hier schön arbeiten, besonders hier lassen sich ganz feine Strukturen machen, du kannst aber auch richtig schön böse sein. Da es einen Full Tang hat, kann ich jetzt auch sagen, okay, ich kann dem Kind oder Jugendlichen oder wie auch immer, ja, ich kann da jetzt schon sagen, okay, ich kann ihm das machen lassen, kann der Person, also dem Kind, dem Mädchen, dem Bub, das machen lassen, ohne dass ich die Angst haben muss, dass irgendwo etwas auseinanderbricht. Dass es natürlich nicht sinnvoll ist, quer zur Faser zu arbeiten, das ist eine andere Geschichte. Aber man könnte es tun. Dass das natürlich kein Haumesser ist, das ist klar, sondern das ist ein Messer zum Schnitzen, wo man auch bedingt Kleinigkeiten erledigen kann. Ne? So. Es gibt ja Messer, Kindermesser, die einen Erl haben. Da würde ich jetzt zum Beispiel solche Dinge nicht machen lassen, logischerweise, aber bei diesem Schnitzel kannst du das, ja, und kannst sie im Endeffekt ein bisschen in diese Messertechnik, ja, sie schon einführen, ja? Und ihnen zeigen, okay, so kann man das tun und so kann man das machen, ja? Ja. Ohne dass du Angst haben musst, dass irgendetwas
Unangenehmes passiert. Das Messer ist schön führig, das bedeutet, schöne Strukturen schnitzen zu können, das ist überhaupt kein Problem. Also du kannst dem Kind auch eben was Feines schnitzen lassen. Das ist gut, das ist wirklich gut. Es ist natürlich ein Allround-Messer, es ist ein Schnitzelmesser, steht zumindest drauf, aber es ist zum Schnitzen super. Aber es ist halt nicht vergleichbar, wenn ich so eine ganz feine Klinge habe, mit der ich dann noch einmal noch führiger arbeiten kann. Das heißt, wenn dir das wichtig ist, wenn du wirklich nur Schnitzen haben willst, ich soll nur Schnitzen lernen, dann kannst du dir noch ein Kinder-Victorinox-Messer zum Beispiel geben. Ja? Wenn es aber ein Allround-Messer sein soll, und das ist die Idee dahinter, dass auch eben Betoningen und Spalten und ein bisschen Drücken und so weiter aushalten soll und auch hip ausschaut und sozusagen so ausschaut, wie oder das Kind sozusagen das tun kann, was auch du tust, ja, weiß ja nicht, wie das bei dir daheim organisiert ist, dann ist das eine gute Möglichkeit. Das ist noch immer fein und schön genug, um so feine Strukturen zu machen. Aber das wollte ich damit sagen. Es ist jetzt kein ausgesprochenes Spezialwerkzeug für Schnitzen, sondern es ist ein Allrounder, der aber trotzdem alles voll cool machen kann. Ja, jetzt wollen wir den Feuerstahl einmal ausprobieren. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das machen wir jetzt mal. Ja, der ist sehr weich, das ist fein, das finde ich gut. Ich persönlich, das ist keine Kritik, sondern es ist nur meine Meinung, ich hätte das Chimping nicht gemacht, sondern hätte komplett durchgezogen. Dann kann man den auch noch einmal besser bedienen, vielleicht wenn es ein Schnitzel 3.0 gibt. Wenn ich das so sagen darf, dann, also mir wäre es lieber, ich müsste nicht hier vorne den Feuerstahl bedienen, sondern könnte das gleich an der Stelle hier tun. Aber das ist jetzt Sempern vom reinen Rossmanner von Niveau. Aber ja, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. So, und jetzt ist das ausgegangen. Warte mal, da brennt noch ein Stück. Komm. La. Ja, macht ja nichts. Das ist cool. Also das ist wirklich cool. Der Feuerstahl ist natürlich genial. Der ist schön. Muss aber noch ein kleines Wort dazu sagen, aber da muss das Feuer weg sein. Und zwar die kleinen Feuerstähle, die sind cool, die sind wirklich nett und du kannst, wenn das schon ein älteres Kind ist sozusagen, und für das ist dieses Messer ja gedacht, sie auch schon mit dem üben lassen. Besonders dann, wenn sie schon Erfahrung haben. Gell? Also wenn die schon das eine oder andere gemacht haben, dann lass sie mit dem Kleinen üben, denn das ist mehr Herausforderung, mehr Challenge. Wenn du ein Kind hast, das noch ganz am Anfang steht, du es aber begeistern willst von diesen ganzen Geschichte hier und da geht es dann darum, dass du nicht sofort den Erfolg hast. Also das Kind darf nicht hingehen und geht sofort. Das ist schlecht, meiner Meinung nach. Weil es dann sagt, das ist eh alles so. Ja? Es muss schon ein bisschen bären, wie man in Österreich sagt. Also ein bisschen zwicken, also ein bisschen schwierig sein. Es muss eine Herausforderung sein. Und wenn sie noch wirklich ganz klein sind, dann würde ich nicht mit so einem kleinen Feuerstahl arbeiten, sondern dann würde ich, ja, so ist das halt, einen XXL-Feuerstahl nehmen. Leider gibt es den letzten Feuerstahl deines Lebens momentan bei mir nicht. Ja? Oder ist auch nicht absehbar. Daher gebe ich da den Link auf Amazon von Survival Stuff. Dieses Teil hier, das schaut meinem extrem ähnlich. Und ja, ist auch eine Möglichkeit, weil da hat das Kind die Möglichkeit, mehr Material abzuarbeiten, kann es von der Haptik her, also kann es viel besser halten, also da sind die großen Feuerstähle besser. Wenn du, wie gesagt, einen 9-Jährigen hast, der auch schon einiges drauf hat und schon einiges kann, dann quäl ihn mit dem hier, denn dann werden die Fähigkeiten, die Skills, ja, auch deutlich besser. Und da kann man dann sagen, der Tobias sagt, mein Großen war es viel einfacher, Papa. Ja, eh klar, ja, klar. War einfacher, da kannst du das jetzt schon. Ja, gut, dann müssen wir jetzt den Kleinen nehmen, damit du das auch mit dem Kleinen kannst. Denn wir müssen beim Survival Training, beim Bushcraften, das ist halt mein Ansatz, ich möchte es immer schwieriger machen. Immer schwieriger, 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 schwieriger. Warum? Weil ich dann in Situationen, die eng sind, besser reagieren kann. Aber das ist jetzt schon wieder Survival-Philosophie, das ist ein anderes Thema. Das ist cool. Ja, das war jetzt der Review zu diesem Schnitzelmesser. Sehr gelungenes Teil, gefällt mir irrsinnig gut, kann ich hundertprozentig empfehlen, sonst würde ich es nämlich nicht tun.
Und ich werde versuchen, es auch in den Shop zu bekommen. Ich gebe dir jetzt einmal auf jeden Fall den Link auf Amazon, dort wo du es kriegst. Und schau, vielleicht kriegst du es auch bei mir im Shop. Und unterstütze mich, danke, das wäre irrsinnig cool. Danke an die Firma Schnitzel, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Habt was Schönes rausgebracht, gefällt mir irrsinnig gut. Daumen nach oben oder nach unten, schreib mir bitte einen Kommentar, was du davon hältst. Abo dalassen, da geht es zu mir in den Shop, ein paar andere Videos. Es hat mir gefreut, dein René Rossmann, und immer schön schnitzen. Ciao.